Der inzwischen achte globale Klimastreik von Fridays for Future hat begonnen. Und auch hier in Deutschland finden anlässlich des Aktionstages Proteste statt. In zahlreichen Großstädten wie Berlin, Hamburg und München versammelten sich tausende Aktivisten und Unterstützer der Klimaschutzbewegung. Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen sie für deutlich ambitioniertere Klimaschutzbemühungen demonstrieren. In der Hauptstadt in Berlin hier würde dafür auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg erwartet. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Max Hermes. Du begleitest diesen Streik hier in Berlin heute. Wie läuft es bisher und vor allem, was ist heute geplant? Um 12 Uhr haben sich hier schon tausende Demonstranten versammelt und sind dann hier durchs Regierungsviertel gezogen. Man versammelt sich hier vor dem Reichstag und hier gibt es eben später eine große Abschlusskundgebung, auf der dann auch Greta Thunberg sprechen wird. Da werden mehrere Musiker auch auftreten und hier möchte man eben nochmal ein deutliches Zeichen für Klimaschutz setzen. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Carla Reemsma, Sprecherin Fridays for Future, die jetzt bei mir steht. Guten Tag, Frau Reemsma. Wie zufrieden sind Sie mit dem Zulauf zur Demo heute? Wir haben die Zahlen übertreffen alle Erwartungen. Hier stehen mehrere 10.000 Leute. Der Platz ist voller. Der Alexanderplatz ist immer noch zu. Und wir hören auch aus den anderen Städten, Deutschland, aber auch weltweit, überall. Viele, viele Menschen kommen zum Streik, setzen nochmal ein klares Zeichen dafür. Wir können uns nicht alleine auf die Politik verlassen. Die Menschheit fordert konsequenten Klimaschutz. Dafür sind wir auf den Straßen. Was genau sind Ihre konkreten Forderungen jetzt hier heute? Wir fordern Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Insbesondere im Anblick der Klimakrise, die immer weiter eskaliert, was wir in den vergangenen Monaten und Jahren mit Naturkatastrophen, Überschwemmungen und Hitzewellen wieder und wieder erlebt haben, brauchen wir eine Politik, die wirklich ernsthaft konsequent Emissionen senkt, rausgeht aus Kohle, Öl und Gas und vor allen Dingen endlich Menschen und Natur vor Profite stellt. Dieser Termin ist ja jetzt ein globaler Termin. Er ist jetzt zufällig zwei Tage vor der deutschen Bundestagswahl. Inwiefern hoffen Sie denn, dass das jetzt nochmal Einfluss hat auf das Wahlergebnis von manch einem? Wir setzen hier heute vor allem mit einem starken Bündnis von einerseits Schülerinnen und Schülern, die noch nicht mal wahlberechtigt sind, gleichzeitig aber auch RentnerInnen, Berufstätigen, Gewerkschaften, Kirchen, migrantischen Initiativen ein starkes Zeichen dafür, dass Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft gefordert ist und nicht abhängig sein darf von einer Regierungskoalition. Alle Parteien haben sich 2015 dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Gleichzeitig hat keine Partei einen Plan zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Wir gehen auf die Straße, zeigen der Anspruch an die nächste Regierung. Wird sein, liefert im Klimaschutz, hört auf mit den leeren Versprechen. Gleichzeitig zeigen wir auch, wir werden genau hingucken, was in den Koalitionsverhandlungen passiert und auch da stark wieder auf die Straße gehen, um Zeichen für Klimaschutz zu setzen. Haben Sie denn auch die Signale, dass die Politiker zuhören? Hören Sie was aus der Politik? Wir haben in den vergangenen Monaten des Wahlkampfs vor allem sehr, sehr viele Versprechungen erlebt. Alle reden vom Klimaschutz, plakatieren mit Klimaschutz. Gleichzeitig sind das leere Versprechen. Es wird an allen Ecken und Enden gelogen, wenn sich die demokratischen Parteien zwar zum 1,5-Grad-Ziel bekennen, aber nicht liefern, was die Maßnahmen angeht und keine Programme auf die Beine stellen, die ernsthaft mit der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze vereinbar sind. Da sehen wir, es wird weder uns noch der Wissenschaft ernsthaft zugehört. Doch so viele Menschen, wie wir sind unüberhörbar. In Deutschland verbindet man ja Bündnis 90 Die Grünen oder verbinden viele am ehesten mit Klimaschutz. Sprechen Sie denn da eine Wahlempfehlung für diese Partei aus? Ich spreche keine Wahlempfehlung aus und auch Fridays for Future nicht, denn das können wir nicht. Keine Partei hat einen Plan für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, auch die Grünen oder die Linken nicht. Dementsprechend ist klar, zur Wahl gehen ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Demokratie und unglaublich wichtig auch. Gleichzeitig braucht es diesen Protest eben, um zu zeigen, gesellschaftlich wird Klimaschutz eingefordert und zwar mehr als alle Parteien, die bisher liefern. Es hat jetzt heute nochmal abseits des Klimathemas Kritik gegeben vom Deutschen Lehrerverband, der eben gesagt hat, man streikt jetzt eben für das Klima. Es gäbe viele andere Streikgründer, der überhaupt einen Streikgrund kritisiert hat. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Man dürfe eben nicht die Schule schwänzen, um für etwas zu demonstrieren. Der Schulstreik ist, auch wenn man das in den vergangenen Jahren vielleicht etwas vergessen hat, immer noch ein Akt des zivilen Ungehorsams, den viele trotz der Repression, den sie von Seiten der Schule oder auch Ärger von Eltern bekommen, eingehen, weil sie sagen, die Klimakrise ist so dringlich und das politische Versagen so groß und so skandalös. Es braucht diesen Protest, der mehr ist als eine einfache Demonstration. Es braucht diese Grenzüberschreitung und ich bin weiterhin der Überzeugung, dass der Schulstreik und der zivile Ungehorsam ein legitimes Mittel ist in Anbetracht des maximalen politischen Versagens und der Weiterführung der Ausbeutung, die wir die ganze Zeit erleben. Was wünschen Sie sich jetzt für den kommenden Sonntag, dennoch für den Wahlsonntag?
Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung und natürlich, dass vor allem rechtspopulistische Parteien, die menschenfeindliche Bilder vertreten, nicht stark aus dieser Wahl herauskommen. Vor allem aber hoffen wir natürlich darauf, dass auch nach der Wahl weiterhin starke Zeichen für Klimaschutz gesetzt werden. Denn allein die Politik und die Wahlentscheidung wird zwar die Rahmenbedingungen legen, aber klar ist, ohne den Druck von der Straße werden die Parteien keinen konsequenten Klimaschutz machen. Sagt Carla Rehnsma, Sprecherin von Fridays for Future in Berlin, wo ganz viele tausende Menschen hier demonstrieren, noch den ganzen Tag über auf den Straßen von Berlin.